Benjamin Felder schritt langsam auf den Parkplatz zu und auf das hell erleuchtete Gebäude des Steyrtaler Hofes. Er hatte Bauchschmerzen. Sein Gaumen war trocken und die Hände schwitzten. Er rieb seine Handflächen an seiner Hose. Durch die breite Fensterfront konnte er in den Speisesaal blicken. In seiner Kindheit war er gelegentlich hier zum Essen gewesen. Da war der Steyrtaler Hof ein Gasthaus der gehobenen Klasse gewesen, noch kein schicker Gourmet-Tempel. Benjamin trat ein und wurde vom Empfangschef begrüßt. Er wurde befragt, ob er einen Tisch reserviert habe oder ob er allein zu speisen gedenke, mit dem Hinweis, der Sohn von Herbert Felder zu sein und nur etwas Persönliches mit seinem Vater besprechen zu wollen, wurde er mit einer Verbeugung eingelassen, nicht ohne einen Begrüßungstrunk offeriert zu bekommen. Er sah seinen Vater an einem der Tische sitzen, die Suppe löffeln. Zwei Frauen und 8 Männer saßen an diesem Tisch, zweifellos die wichtigsten Geschäftspartner seines Vaters. Natürlich war die Sitzordnung hierarchisch abgestimmt. Am Tisch des Wirtschaftskapitäns saßen ebenfalls nur Wirtschaftskapitäne. Herbert Felder entdeckte seinen Sohn. Für einen Moment fror sein Lächeln ein. Er entschuldigte sich bei seinen Gästen für einen Moment, erhob sich und marschierte geradewegs auf die Toilette. Benjamin nahm nun doch einen tiefen Schluck aus seinem Glas. Was hat er in diesem Lokal eigentlich zu suchen? Nichts. Die Welt der Reichen und Schönen war nicht seine Welt, war sie nie gewesen, und er war froh, nicht ein Teil dieser Welt geworden zu sein. Schau, schau, mein Sohn, lässt sich wieder also mal blicken. Die tiefe, immer irgendwie grantig klingende Stimme seines Vaters riss Benjamin aus seiner Grübelei. Willst du einen Teller Suppe herausschinden oder mir die Laune verderben? Guten Abend, Papa. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Papa. Also, wie viel willst du? 180.000 Euro. Na, zum Glück raubst du mir meine Zeit nicht wegen ein paar Groschen. 180.000, nur das ist dann schon ordentlich. Willst du einen Ferrari kaufen? Du kennst vielleicht das Pflegeheim in Bad Hall. Es bietet die besten Bedingungen für eine umfassende Pflege und ausgezeichnete ärztliche Kontrolle. Die sind spezialisiert auf Parkinson-Kranke, auf Alzheimer-Patienten und Menschen mit Multipler Sklerose. Die Multiple Sklerose ist jetzt schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Der Oberarzt im Krankenhaus hat, nachdem ich nachgebohrt habe, gemeint, dass die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mutter, deine Ex-Frau, in 10 Jahren noch leben wird, gleich null ist. Christina Kaiserling. Sie drückte das Telefon fest an ihr Ohr. Guten Morgen, Frau Kollegin. Christina erkannte die Stimme sofort. Raimund! Na, so wie du klingst, liebe Christina, habe ich dich gerade geweckt. Na, kein Wunder, Samstag um 5:30 Uhr früh. Normalerweise würde ich auch schlafen. Ist das übrigens eine Kaffeemaschine, die ich da im Hintergrund höre? Ein schneller Espresso muss sich ausgehen, oder etwa nicht? Geht, aber das Frühstück, das lass lieber bleiben. Pressiert es so? Na, pressieren nicht mehr. Hier ist alles klar. Es ist eher so, dass ich nicht garantieren kann, dass du das Frühstück in einer halben Stunde noch im Magen hast. Ich stehe vor der Lagerhalle der Bernsteiner Fleischwaren AG. Industriestraße kenne ich. Das große Team? Ja, alle schon verständigt. Gerade kommen die Kollegen vom Stadtpolizeikommando. Die Burschen müssen hier alles absichern. Die Spurensicherung kommt aus Linz. Wird ein bisschen dauern. Und Christina, nimm dir eine warme Jacke mit. Das Lager ist hier gekühlt.